hast du nicht kommen sehen. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einer neuen Trailer-Reaction. Ja, wundert euch nicht, dass ich diesmal dieses riesen Headset auf dem Kopf habe. Ich komme gerade von meinem Gaming-Stream auf Twitch. Schaut vorbei, lasst ein Follow da. Ja, hab da gerade gezockt und da haben die Leute geschrieben, ey Bombo, ein neuer Batman-Trailer ist am Start. Und dementsprechend gehe ich da direkt rein und reagiere da drauf und nimm nicht mehr den kleinen Kopfhörer, sondern behalte es jetzt alles so bei. Ja, ein neuer also Batman-Trailer. War abzusehen, dass Ende des Jahres noch einer kommt und dann wahrscheinlich so Februar, März der Final-Trailer. Ne? Wir haben jetzt schon zwei Stück gehabt. Und der zweite war geisteskrank, der erste war auch schon absolut Killer. Und ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier sehen werden, ob wir noch ein bisschen mehr Plot-Details bekommen, vielleicht ein bisschen mehr Action. Ich bin echt mega gespannt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss mich richtig heftig zusammenreißen, dass ich nicht zu overhyped bin, was diesen Film angeht. Einfach nur aus einem Grund. Ich bin fest davon überzeugt, der Film wird super. Matt Reeves, super Regisseur, Hauptdarsteller, super. Ich habe ja tatsächlich schon viele, viele Monate vorher, das wisst ihr, mal aus Spaß gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, weil mal so ein Mockup im Internet aufgetaucht ist, wo man Robert Pattinson mal so als Batman oder Bruce Wayne gemacht hat, habe ich gesagt, wäre ich vollkommen damit d'accord, weil es ein super Schauspieler. Damals war noch jeder, kannst nett machen und Glitzer Vampir. Dann wurde er es tatsächlich und ich finde es nice. Und ich glaube, umso näher der Film kommt, umso mehr wärmen sich die Leute mit diesem Gedanken an, dass man ja ihn als Batman bekommt, einfach nur, weil er schauspielerisch top ist und weil man in den Szenen, die man gesehen hat, eigentlich schon ganz gut erkennen konnte, dass der wahrscheinlich schon richtig abliefern wird. Was erwarte ich mir von dem Film? Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass wir einen ganz anderen Plot bekommen. Es wird immer wieder so ein bisschen die Vibes, ne, mit Zodiac Killer und auch diese ganze Geschichte rund um 7, so David Fincher Vibes und sowas. Ich wünsche mir das tatsächlich auch. Also ich hoffe, dass das wirklich, ja, relativ viel Detektivarbeit damit drinne steckt, diesmal eben auch von Batman. Und dass wir da wirklich so einen richtig heftigen Crime-Action-Thriller sehen, der, ja, vielleicht auch die Story von Batman auf den Kopf wirft. Denn ich glaube, und so habe ich die Vibes bis jetzt gehabt von den Trailern, die davor kamen, dass wir hier definitiv so eine kleine Verschwörung bekommen könnten, wie eben bei den Telltale Games, wo ja, wo die Wayne Family nämlich nicht so astrein war und Bruce dem Ganzen dann auf die Schliche kommt und dann im Endeffekt auch dafür bezahlen muss, ne? Ja, ist mal ein anderer Take als diese glatte, allglatte Bruce Wayne Familie, die immer nur alles Gute wollte für Gotham. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Würze, ne? Und dass da Batman eben vom Riddler mit reingezogen wird. Ich muss sowieso sagen, ich glaube, dass sie die Wahl auf den Riddler gefallen ist in dem Film, einfach aufgrund dessen, dass man nicht schon wieder einen Joker wollte oder sonst was, ne? Dass man hier Riddler und Pinguin genommen hat, finde ich aber trotz dessen richtig geil, weil der Riddler bietet wirklich genau das Potenzial, so eine richtig abgedrehte Serienkiller-Action zu starten. Und da bin ich vollkommen dafür. Und ich bin auch gespannt, so die Dynamik zwischen Batman und Catwoman und Batman und Commissioner Gordon und so dieses ganze Ding. Ne, ich bin echt saugespannt. Und wie gesagt, es könnte der beste Batman-Film werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber das will ich jetzt noch nicht sagen. Genauso, wie gesagt, es gibt ja so diese zwei Parteien immer, die verfluchen den jetzt schon, der kann nichts werden, weil Robert Pattinson der Batman ist. Die haben einen Schaden, genauso wie die jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. Kann man an den Trailern nicht sehen. Ich glaube aber, anhand der Trailer kann man jetzt schon sagen, was er nicht wird, ist schlecht. Ne? Also ich glaube, so viel kann man jetzt schon sagen. Ja, in diesem Sinne, relativ langer Trailer ist das, ich glaube irgendwie 2 Minuten 40 oder sowas, würde ich sagen, gucken wir uns das ganze Ding mal an und schauen einfach mal, was uns da erwartet und quatschen danach nochmal. In diesem Sinne, let's go! Bruce Wayne. Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. Oh my God. You really could be doing more for this city. You have the history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Nein, er macht gar nichts. Ach du Scheiße. Hm.
Riddler. He's asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Whoa! There's latest. It's all about the Waynes. It's all about the Waynes. Stand up, no one will. You got a lot of cats. I have a thing about strays. Ooh. The bat and the cat. The bat and the cat. Woo! Got a nice ring. You a new friend of yours? I'm not so sure. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. You're part of this too. Hazel! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. All these years, you lied to me. Where it begins, was das Beginn ein altes Haus oder so? We all have our scars, Bruce. He's still away. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? He's up in Delaney. Who are you under there? What are you hiding? Selina, don't throw your life away. Don't worry, honey. I got 9 of them. Oh, wie so nice! It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's your violence you may find. Wow, die ganze Stadt wird justice. Überschwemmt. The answer is justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Oh my God! Oh mein Gott, ich hab so hardcore Gänsehaut, ne? Was zur Hölle war das gerade? Oh, sie dürfen uns aber jetzt nicht mehr zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das, soll ich das Video mal auseinandernehmen und das. Wow. Also, die paar Sachen, die ich jetzt sehen konnte, ne, definitiv, die wir da nochmal mit reinnehmen, wo wir drüber quatschen müssen, ist, dass du in diesem Trailer gesehen hast, dass da mehrere maskierte Leute mit Fragezeichen waren und Snipern, gegen die er jetzt auch gerade eben gekämpft hat. Das heißt, der Riddler hat auch irgendwelche Goons, ne, die Batman dann da vermöbeln kann. Es gibt wirklich einen Subplot mit ihm und seiner Familie, ne, wo er involviert ist. Hier hat das alles angefangen. Das heißt, es könnte so dieses ganze Thema Court of Owls ein Stück weit inszeniert werden. Ich fände das so geil, aber wie das aussieht alles, willst du mich verarschen? Und dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Catwoman, das ist ja wohl absolut Feuer. Das ist ja geisteskrank gewesen, dieser Trailer wieder. Lecco mio. Ey, was für ein Theme. Und ey, dann die ganze Stadt wird überflutet. Also das wird richtig geil. Das wird wirklich richtig, richtig nice. Ich bin echt gespannt und ey, sie ist als Catwoman jetzt schon absolut perfekt. Die Chemie zwischen den beiden ist uff. Uiuiuiui, ich bin richtig hardcore-hyped jetzt, Mann. Ich könnte komplett ausrasten. Wie geil war das denn bitte gerade? Also, der Trailer hat gerade 24.362 Aufrufe. Ihr könnt morgen nachgucken, dann hat er ungefähr 100.000 und die Differenz davon war sehr wahrscheinlich ich. Alter Vater, war das geil. Das war ja grandios. Also, kurze Wertung. Ich würde sagen, 10 von 10 Nerdbomb, Ladies and Gentlemen. Gebe ich nicht oft, wisst ihr, aber dieser Trailer. Uff. Mann, ich würde jetzt auch noch ein bisschen durchscrollen mit euch, aber ich muss leider kurz mit dem Mund jetzt raus, es ist schon relativ spät. Aber hey, ist der geil gewesen, der Trailer. Oh, was sagt ihr zu dem Trailer? Schreibt nochmal rein, wenn ihr es beim letzten Trailer nicht habt, was ist euer Lieblings-Batman? Ja, ich würde sagen, im März erwartet uns eine Hardcore-Bombe hier, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, hier bei Nerdbomb. In diesem Sinne, 10 von 10, eine ganz klare 10 von 10 Nerdbomben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Trailer-Reaction oder bei dem nächsten Podcast oder bei der nächsten Review oder bei dem nächsten Livestream oder bei dem nächsten was auch immer. Bis dann. Peace.